Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Das ist mega knapp, denn wir haben überhaupt nicht mehr viel Zeit. Jetzt sind gerade nur noch 28 Minuten und ich habe einfach komplett verpennt, die Rennen zu machen. Das heißt, wir haben jetzt 28 Minuten Zeit. Aber auch komplett Rennen zu machen, weil ich einfach keine gemacht habe. Ey, ich hatte das so mega verpennt. Ey, aber dafür habe ich unser Pferd hochgepowert. Hier, Cosmo. Cosmo ist ready für Schandtaten bereit. Und wir starten direkt und müssen jetzt unbedingt die Scores schlagen, ey. Wir haben einfach keine Zeit, scheiße. Oh mein Gott, ey. Das wird jetzt mal eine geile... Ach komm, ey, verdammt. Dieser Lag gerade des Todes, der war einfach wirklich Lag des Todes. Aber ich glaube fast, dass wir einfach mal eine Zeit kurz aufstellen, dann gehen wir in den Diamanten-Cup. Wir haben aber überhaupt keine Zeit, eine halbe Stunde. Und wir müssen dann einfach mal gucken, dass wir hier möglichst schnell einfach mal eine Score auf beiden Plätzen bekommen, damit wir überhaupt noch platziert sind dann gescheit. Oh mein Gott, ich habe das einfach total verpennt. Oh mein Gott, ey. So, 20, 30. Okay, das dürfte eigentlich ganz gut werden bisher, soweit. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das hat jetzt echt einiges an Zeit gekostet, leider. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Rennen, ey. Ja, das eine war unnötig. Da reiten wir einfach durch. Bis auf das eine sind wir eigentlich sogar wirklich ganz gut durchgekommen. Okay, wir sind einigermaßen durchgekommen. Oh, ernsthaft 11. Uff, okay. Diamanten-Cup. 11 hat er ist halt deswegen blöd, weil wir halt wirklich damit um Fitzelchen alles versaut haben, damit quasi jetzt am Ende. Wegen diesem einen kleinen Fail. Okay, North ist auf jeden Fall schneller. Nehmen wir North. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal nur, in Anführungszeichen, nur in den Top 100 sein. Und den Rest machen wir dann nochmal so, dass wir bei dem anderen Cup. Oh mein Gott. Oh, das war so knapp. Das war auch nochmal richtig gut. Weil je später wir das Schild verbrauchen, desto besser. Ich will hier wirklich eigentlich nur. Oh mein Gott. Gut, dass wir das Schild noch hatten. Das hat jetzt mich hier gut nochmal Zeit gebracht, weil da hat man ja richtig Zeit verloren, wenn man da reingerannt wird. Hier um die Ecke. Yes. So, müssen wir gucken, dass wir hier um die Ecke nicht wieder so einen Sprung haben. Okay. 28, die Hälfte haben wir rum. Also, wir machen auf jeden Fall noch in dem... Oh Gott, das war wieder so ein richtig schlechter Lag, ey. Weil den hatten wir einfach... Dadurch konnte ich genau nämlich nicht in die Kurve gehen. Okay, über die Hälfte ist rum. Noch 30. Noch 20. Bisschen mehr. Das war richtig gut. Das hat echt gut funktioniert. Hier werden wir jetzt ordentlich Zeit verlieren. Weil ich da diesen Sprung jetzt gerade nicht geschafft habe. Das war ich schon mit Ansehen. Den habe ich zu schlecht vorbereitet. Aber das dürfte auf jeden Fall reichen. Also da fresse ich echt einen Besen, wenn wir da nicht eine ganz gute Score haben. Weil wir haben eigentlich nicht wirklich Fails gemacht. Wenig Fails. Ja, das passt. Wir hatten eh nur Top 100 gebraucht.
Und dann machen wir jetzt nämlich hier nochmal das Ganze mit Cosmo. Und sorgen jetzt dafür, dass wir da den Sprung diesmal gescheit schaffen. Und eben nicht nochmal den Fail machen. So. Und nehme ich dann... Ah, mein Gott. Das war das Problem, was ich vorhin auch einmal hatte, schon mal bei einem Gold Cup. Okay, aber wir haben ja noch genügend Sachen. Also die Top 10 werden auf jeden Fall... sind auf jeden Fall drin, weil wir haben echt krass gefailt und noch richtig gut Luft nach oben. So. Das war richtig gut. Und jetzt hat nur nicht nochmal diesen einen Fail, den wir eben hatten. Und dann sind wir da nämlich doch schon ganz gut dabei. Das war übrigens wieder so ein sehr unangenehmer Lag. So, den nehmen wir wieder hier direkt so mit. Ach komm, ey, das ist so un... Aha! Aber ich glaube, wir sind trotzdem noch einen Ticken schneller. 10 noch, 9. 8. 7. 6. Es könnte gereicht haben. Yes! Es hat gereicht. Wir sind Platz 10. Dieser eine Fail, ich guck mal gerade, was der uns gekostet hat. Ja, der hat uns definitiv ungefähr, wenn wir dann hier so gewesen. Aber wir sind in den Top 10 drin und nach 21 Minuten, das dürfte gepasst haben. Wir haben tatsächlich nur 5 Tries gebraucht. Also das lief doch eigentlich wirklich gut. Hast du gut gemacht, mein Pferd. Warum mache ich das eigentlich gerade? Hä? Das Pferd steht einfach da. Ja, nice. Wie, was? Hä, was? Dieses Pferd. Oh Mann. Nein, aber das lief doch eigentlich wirklich gar nicht schlecht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr fandet, dass es lief. Ich muss sagen, ich bin eigentlich recht impressed von. Also, begeistert, wie man so schön sagt. Denn das Ganze hätte auch uns deutlich mehr Ressourcen kosten können und auch deutlich weniger genau funktionieren können. Denn das machen wir hier nochmal ein Trupp fertig. Was kontert nochmal dieses Gebüsch? Wildtier erscheint. Okay. Wild. So, packen wir hier das Ganze auch nochmal rein. Und. So. Machen wir hier noch was geht rein. Und starten hier nämlich nochmal die ganzen Sachen rein. Erzählen die nämlich dann beim nächsten Mal. So, und vielleicht können wir das hier auch noch starten. Mal gucken. Kostet ja im Endeffekt nur Geld. Vielleicht funktioniert es ja auch trotzdem auch mit 38%. Können wir einfach mal ausprobieren. Und so. Oh, nice. Den können wir dann direkt mitnehmen. Bringt alles Punkte. Aber ihr habt es gesehen, wir können also nicht ohne Orb da rangehen, auch wenn wir es theoretisch geschafft hätten. So, einmal das hier. Und dann haben wir doch eigentlich uns ganz gut gemacht hier. Dann sage ich in dem Fall hier auch, bis zum nächsten Mal, schönen Start euch in die Woche. Lief doch eigentlich wirklich ganz gut. Den hier nehmen wir noch mit. Ich sage danke fürs Zuschauen. Auf jeden Fall knappes Ding. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Kommt gut rein und übrigens versucht das Schneechaos irgendwie zu überstehen. Bei mir ist es
einfach nur mega krass. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Why can't you see?